Jojojojo, Leute, was geht ab, Alter? Rudy the Great One hier. Und heute gibt's von mir nochmal das Easter Egg Turm von Gebrabbel, Tower of Bubble. Auf der geilen Map Transit im Zombie Mode von Black Ops 2. Dieses Mal aber die Dr. Maxes Seite. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Easter Egg zu lösen. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn die eine schon oben ist, kriegt ihr auch die zweite. Ich habe ja nun dieses Privileg, beide Easter Eggs miteinander zu vergleichen. Dazu dann auch später mehr. Und ja, ich habe gespielt mit Alex, aka Dark Massacre. Dann habe ich gespielt mit Niklas, seinem treuen Gefährten und Freund, den er einfach mal mit in die Lobby gebracht hat, weil wir noch Spieler gesucht haben. Und mit dem alteingebrachten Urgestein, Bill Kant vom Urknall-Erfolg auf Moon, DLX, iZodiac, alias Shish. So, folgendes, wir brauchen für dieses Easter Egg unbedingt die Turbine bauen. Ich meine, ihr baut das sowieso letztendlich alle Mann, aber es ist extrem wichtig, dass ihr diese Turbine halt baut, weil wir im späteren keine Stromquelle verwenden können. Ja, das ist wirklich so, wir dürfen die Stromquelle nicht verwenden. Also, was heißt Stromquelle, den Power Switch. Jo, des Weiteren, ihr seht ja hier, wir machen erstmal alle Türen gechillt auf. Haufen uns gleich in den Bus, habe ich auch noch den Frontbumper mitgenommen. Brauche ich eigentlich nicht. Wichtig ist dieser blaue Meteorit. Den braucht ihr auf jeden Fall. Einfach mitnehmen. Ab in den Bus rein und zack. An der Farm bin ich nochmal kurz rausgesprungen, weil wir mehrere Teile brauchen. Wir müssen den Tisch unter dem Obelisken zusammenbauen. Und in der Farm gibt es auch dieses Kartenlesegerät, was ihr entweder hier in der Farm finden könnt, dort an der Wand, wo ich gerade stehe, oder in der Stadt bei den Müllcontainern hinten, also wo auch im Survival der Tombstone ist, also der Grabstein. Ja, auf jeden Fall des Weiteren, erstmal steige ich hier gechillt in den Bus und möchte euch dieses Mal zeigen, wo denn im Maisfeld dieser ominöse Turm ist, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, dieser Obelisk, dieser Sendemast. Ja, und deswegen schaut einfach mal her, wo wir ein- und wo wir aussteigen, beziehungsweise, also aussteigen, lol. Und auf dem Weg werde ich mal so ein paar Fakten ansprechen. Also ich bin der Meinung, wenn man die beiden Easter Eggs miteinander vergleicht, dass man nicht wirklich sagen kann, welches einfacher oder schwerer ist. Das liegt im Anbetracht des Spielers, denke ich mal. Also hier bei Richtofen auf jeden Fall war es ja so, dass wir Strom verwenden können, dürfen mit Perks spielen, aber müssen halt alle vier die EMP-Granaten haben und auch unten in dieser kleinen Fläche unter diesem Turm hinaus unter diesem Turm Zombies töten müssen. So, hier seht ihr übrigens, wo wir rausgesprungen sind, an dieser Laterne an dem Maisfeld, und dann biegt ihr an der gegenüberliegenden Seite ab und geht hierher. Genau, und das Dr. Maxes Easter Egg läuft vollständig ohne Strom ab, aber ihr habt dort einige Vorteile. Ihr müsst nicht bis in eine absolut hohe Runde spielen, bis ihr halt alle die EMP-Granaten habt oder ähnliches, sondern einfach nur einer sollte die EMP-Granaten haben und ihr müsst einmal den Strom angemacht haben. Und das ist letztendlich schon alles. Also es basiert nicht irgendwie auf schwierigen Stellen, wo ihr viele Zombies töten müsst. Nein, es ist nur die richtige Abfolge der einzelnen Schritte. Jo, hier bauen wir erstmal gechillt die Stromplatine zusammen. Das basiert letztendlich darauf, dass ich dieses Hauptteil gleich aufgesammelt habe. Dann brauchen wir noch den Hebel, den wir gleich links neben mir finden werden. Da ist er. Hauen den eiskalt mit an diese Platine dran. Und warum auch immer, man kann nicht die eigene Hand da dran nehmen. Nein, man nimmt lieber eine abgehackte Zombie-Hand, an der ich gerade eigentlich schon vorbeigelaufen bin, wie ich sehe. Und, oh, geil. Ich drehe sogar gleich noch eine Runde. Zack, hier ist sie. Und ja, Zombie-Hand, richtige Hand, keine Ahnung. Auf jeden Fall legen wir hier die Hand jetzt an diese Platine an, um dann den Strom anzumachen, um uns dann anhören zu dürfen, dass Dr. Maxes uns was zu sagen hat. Auf jeden Fall, hier sehen wir erstmal, wie dieser Generator hochfährt. Und in der Mitte ist ja so eine Art kleine Kapsel oder nennen wir es mal Plattform, die nach oben fährt. Und wenn ihr genau hinschaut oder überhaupt hinschaut, weil da muss man nicht genau hinschauen, entsteht dort
eine Lichtgestalt, die aus kompletter Elektrizität zu gebauen ist. Lichtgestalt, Gestalt, komplette Elektrizität könnte uns eventuell helfen. Und wupp, schon ist das Vieh abgehauen. Und Dr. Maxis sagt uns, hey, damit wir die Kommunikation aufrechterhalten können, muss der Strom ausgemacht werden. Mach den Strom aus. Gut, ja. Ich gedacht, Strom aus, kein Ding, machen wir. Strom ausgemacht, das Ding fährt sich wieder runter. Aber die Gestalt ist entkommen, wie wir gesehen haben. Die ist draußen. Und das ist die gesamte Energie des jeweiligen, also dieses Transformators, Kondensators, was weiß ich, was das ist, ist nun freigesetzt. So, hier des Weiteren habe ich einmal den Tisch gefunden. Den könnt ihr entweder bei der M16 finden, in dem Tunnel also. Oder hier, also bei der M16 auf der linken Seite im Tunnel könnte das sein, oder halt hier. Dann brauchen wir noch das Radio. Das Radio ist entweder in Nacht der Untoten. Ja, Nacht der Untoten ist hier auf der Map. Ihr müsst bei dem der Straße auf der anderen Seite einschenken, einlenken, gegenüber von diesem Turm. Jo, und dann haben wir erstmal alle Sachen zusammengebaut. Und jetzt ein cooler Kniff. Ihr könnt diesen Tresor von der Bank mit Granaten aufsprengen, müsst ihr sowieso mal einen Pack of Punch zu finden, weil das hier drin ist. Und könnt aus vergangenen Spielen, schaut mal auf meine Punkte, könnt ihr Geld entnehmen. Das heißt, wenn ihr in vergangenen Spielen Geld in diesem Depot gebunkert habt, für 1000 jeweils, könnt ihr hier 900 immer entnehmen. Also sind halt 100 Punkte Zinsen, aber das juckt letztendlich nicht, wenn du einfach dein ganzes Geld aus dem ersten Spiel, wo du 50.000 plus hattest, auf Runde 20, in den Tresor gibst, verwechselst und dann hier auf Runde 3, wie ich gerade, entnehmen kannst, um dir die EMP-Granaten zu holen, die weiterhin wichtig für das Easter Egg sind. Jo, deswegen einfach mal EMP-Granaten geschnappt und jetzt wird's interessant. Wir sind wieder, ne, wann sind wir wieder? Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt auf dem Weg wieder zu diesem Lichtmast. Und wenn hier drüber absolutes Gewitter ist, ihr seht, wie es dort scherbelt, müsst ihr eine neue Runde beginnen. Wenn eine neue Runde beginnt und das Gewitter dort ist, spawnt Avogadro diese Lichtgestalt hier in der Nähe. So, was jetzt schwierig ist. Wie kriegt man diese Gestalt, bitteschön, hier in diese kleine Fläche, um seine Essenz, ja, wir brauchen seine Essenz, zu fangen, während er uns mit Blitzen abschießt und den einen oder anderen sogar damit umwirft. Ja, die Schwierigkeit ist halt hier etwas auszuharren, ihn unter den Turm zu locken und dann, sobald er drunter ist, oder auch schon davor, wie ihr seht, hier zwei Turbinen neben diesen Tisch zu platzieren. Sobald man eine platziert hat, sagt Dr. Maxis, nein, das ist nicht genügend Energie, wir brauchen mehr optionale Energiequellen. Jo, heißt Avogadro hier unter diesen Turm locken und da wir dieses Biest nicht mit Kugeln töten können, sondern nur mit Nahkampfangriffen und einer EMP-Granate, denn EMP-Granaten legen Elektrizität flach, müsstet ihr aus dem Multiplayer kennen. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist er runter, ich schmeiß dem die EMP-Granate von Wand, er geht hoch und Max sagt, ja, gut gemacht, wir haben seine Essenz. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig. Ihr habt das Schwerste jetzt geschafft, aber nun kommt es darauf an, dass wir die Turbinen, und jetzt wird's interessant, und also zwei Turbinen müssen wieder an diesem Tisch sein und die anderen beiden einmal am Dinner und einmal hier in der Stadt. Ihr müsst zuerst eine Turbine unter die Laterne platzieren, die hier zu sehen ist, um sie mit Elektrizität zu versorgen, dass dort grünes Licht erscheint, dann ein so ein Höllenbaby drunter locken, dass ein Portal erscheint, und wenn das bei beiden Laternen ist und die anderen beiden Ventilatoren am Punkt an dem Tisch stehen, habt ihr das Easter Egg erneut geschafft, oder beziehungsweise das erste Mal. Hier bei mir seht ihr nicht, dass ich es geschafft habe, weil ich es schon gemacht habe, aber ja, das ist dann das Easter Egg von Dr. Maxis. Das ist der Turm von Gebrabbel, wenn ihr es ohne Strom macht. Wir haben das schon auf Runde 8 gelöst. Es ist scheinbar leichter, aber kann man nicht sonderlich sagen. Es liegt im Anbetracht des Zusehers. Und deswegen haut rein, Rudy the Great. Das war dieses Easter Egg und ciao.